Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns sehr wichtig. Einmal aufgrund unserer christlichen Wertevorstellung und zum anderen aufgrund der langfristigen ökonomischen Erfolgschancen. Wir sind eine Genossenschaftsbank, die von engagierten Menschen aus der evangelischen Kirche und Diakonie gegründet worden ist. Heute wie damals ist für uns das Ziel, dass wir die Gelder der evangelischen Kirche, die sie für die Rücklagen zur Seite legen muss, in Kredite für gemeinnützige, diakonisch-karitative Zwecke nutzen können. Und die Gelder, die dort nicht platziert werden können, und das sind roundabout 4 Milliarden Euro, dass wir diese am Geld- und Kapitalmarkt anlegen. Mir persönlich ist wichtig, dass ich mein Gewissen, meine Überzeugung nicht an der Garderobe zur Bank abgeben muss. Und das gilt für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das gilt sicher auch für unsere Kunden. Darüber hinaus auch schauen, wie sind denn zum Beispiel die Produkte, die wir nutzen, also unser Handy oder die Produkte, die wir tragen, also auch der Anzug oder das Hemd, wie werden die denn produziert? Wie werden da ökologische Standards eingehalten, menschenwürdige Arbeitsbedingungen, faire Löhne? So ein Fußball, wie teuer der ist und wie wenig die Näheren oder der Näher dafür bekommen. Und da wollen wir gegen angehen als institutioneller Anleger. Und ein gutes Beispiel, dass das gelingen kann, ist unser Fair World Fonds, den wir gemeinsam mit Union Investment und der evangelischen Hilfsorganisation Brot für die Welt aufgelegt haben und der den fairen Handel auf den Kapitalmarkt transferiert. Heute sind wir bei 1 Milliarde Euro. Alte Vorurteil, nämlich dass ethisch nachhaltige Geldanlagen nicht so gut performen, stimmt nicht. Und das zeigt auch wieder der Fair World Fonds. Er hat eine Performance von roundabout 4% in den letzten Jahren erreicht und ist ein Spitzenwert für einen Publikumsfonds, Mischfonds. Der Nachhaltigkeitsfilter ist die Voraussetzung, damit wir identifizieren können, welche Unternehmungen, welche Aktien, welche Anleihen, welche Staatsanleihen wir kaufen können oder nicht kaufen können. Das Thema Engagement spielt dabei eine immer wichtigere Rolle, weil wir Einfluss nehmen wollen auf Unternehmungen, damit sie sich in Richtung ethisch nachhaltiger Kriterien oder Strategien entwickeln. Und das machen wir gemeinsam mit Union Investment. Und dieses Thema ist insofern wichtig, als dass wir eben mit den Unternehmen sprechen, Thema Voice, oder auch sogar auf Hauptversammlung abstimmen, Thema Vote. Meine Prognose ist, dass sich die ethisch nachhaltigen Geldanlagen aus der Nische in Richtung Mainstream bewegen werden. Meine Erwartungshaltung an Union Investment ist, dass sie den Weg, den sie eingeschlagen hat, weitergeht.